Das hilft mir auch nicht, wenn das Ding ein bisschen weiter unten ist. Dann versuche ich es halt auf der Seite. Also. Weißt du, ich versuche schon den sicheren Weg zu gehen, mich so ein bisschen zurückzuhalten. Da passiert sowas, also. Hä? Wie komme ich da runter? Oder kann ich mich da einfach runterhangeln? Also einfach runterlassen, geht das? Ich weiß ja auch nicht, könnte ja auch sein. Ja, wahrscheinlich mache ich es mir gerade viel zu schwer, weißt du? Ja, natürlich mache ich es mir zu schwer, ist ja klar. Typisch ich. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir die Tür offen, das ist die Hauptsache. Der Rest ergibt sich dann von ganz allein, ne? Denk ich doch mal. So, wo hatten wir die Tür? Das war sie. So, speichern wir nochmal. Tut mir leid, Lara, ich werde nicht alle Garderoben, also keine, alle Kleiderstücke deiner Garderobe freischalten können. Tut mir sehr leid, aber so ist das halt. Ich will da ran. Durchkriechen wahrscheinlich, ja. Also einfach so drauf loslaufen wird wahrscheinlich nichts. Dann machen wir es so. In der Hoffnung, dass wir nicht zerschnetzelt werden, aber dürfte klappen. Abtime. Springen! Naja. Es geht. Könnte besser sein. Könnte schlechter sein. Dual Mini SMG. Sehr schön. Na, ja, sehen wir, was uns ja noch Schönes erwartet, so. Ah, oh. Ey, schick gemacht. Also, ich meine, den Ort erkennt man natürlich sofort wieder, ja. Sehr, sehr schick. Lara Croft, j'ai toujours voulu vous rencontrer. Oho. Vous en avez trouvé un morceau? Où avez-vous trouvé ça? Peu importe. Par contre, son pouvoir, oui. Vous le savez. Ce que je sais me regarde. Ce qui veut dire non. Et que vous n'avez rien trouvé. Amanda avait raison. Je fallait être plus attentive à Paraiso. Amanda? Amanda est morte. Qui vous a parlé de Paraiso? Amanda est morte? On a fini. Non, Amanda? Abattez-la! Amanda! Oh, jetzt, gut, jetzt fehlte die Hälfte. Ach, Monsieur Raclette, so geht das aber nicht. Wow! Was? Das war schon. Was ist hier los, ja? Tja, ne? Das wäre unsere Action-Einlage, die wir kennen, ne? Aber ich muss sagen, irgendwie, das sieht schon gruselig aus mit der alten Tomb Raider-Grafik, wenn die Lippen sich dann doch bewegen, ne? Man ist es ja eigentlich nicht gewohnt. Ich kenne ja sonst nur, dass Lara sozusagen ihren Kopf hin und her wackelt, wenn sie gerade mal am Reden ist. Oh, ich muss ein Medikit nehmen. Ja, stirb doch! Nimm dein Schicksal hin. Gut. Das will ich noch nehmen. Ich wollte das noch nehmen, nein! Auch Monsieur Raclette, non! Oder sind das meine... Ist das mein... Ja, ist das mein Fluchtfahrzeug hier? Das kann natürlich sein. Nein, ist es nicht. What? War eigentlich irgendwo ein Geschützenturm oder? Soll ich das jetzt einfach abschießen oder was? Mit meiner normalen Pistole einfach mal gegen Kampfhubschrauber antreten. Naja. Das klingt ja alles sehr sonderbar. Naja, versuchen es mal. Warum nicht? Ich kann ihn immerhin anvisieren, also. Kämpfen jetzt gerade echt einen Kampfhubschrauber oder ist das mein. Sehr realistisch hier. Na gut, es soll ja auch nicht realistisch sein, aber. Ah. Rotrum sind auch noch mit dabei. Hä? Hey, aber das kann doch nicht, das kann doch nicht die Lösung des, des Problems sein hier. Einfach noch drauf schießen. Doch! Okay, das war scheinbar ein Endgegner. Du auch noch hier? Okay, der bleibt am Leben.
Ist in Ordnung, ich muss ja nicht immer alle töten, ne? Il y en a donc plus d'un. Tu avais raison, père. Ah, père. Le père. Et maman. Wo in alles in der Welt ist Monsieur Raclette? Ja, also wirklich. Für ein erstes Level ist das echt richtig Hammer. Wir haben natürlich leider jetzt unser Goldidol nicht gefunden. Leider. Visuell ist das echt top gemacht. Also. Unfassbar. Excalibur. Ja, Lara glaubt es. Glaubt. Oh, es geht echt schon los. Ich bin so durch heute. Lara Croft glaubt, dass die Stein. Diese Steinplatten da. Ja, das ist sozusagen die Pedestrian, also sozusagen die Plattform, die Legeplattform dafür, das mythische Schwert Excalibur ist, ja. So das Ähnliche, was sie in den Himalaya getroffen oder gesehen hat, zumindest, ne? Ja, und jetzt beginnt ihr Abenteuer um den Globus herum, um eben die einzelnen Stücke des Schwertes zu finden. War's das schon? Nee. Okay, wir gehen jetzt nach Paraiso in Peru. Ne? Lara muss ein Fahrzeug finden, um eben zu dieser archäologischen Grabstätte zu finden. Das ist also jetzt hier das zweite Level. Wir erinnern uns genau. Da trifft sie ihre Freundin. Dann habt ihr erstmal mit dem Ball rumschießen. Ne? Es wird nicht lange leise bleiben. Wahrscheinlich wird das jetzt so ein richtiges Schlachtfeld werden, wenn ich mich recht erinnere. So war es zumindest in dem Originalspiel. Da war, ich sag mal, ja, da war dieser Abschnitt etwas anstrengend, fand ich. Gucken wir mal. Lara kann Explosive besser treffen. Ah, mit dem Look-Button kann ich. Okay, gut. Kann ich die Targets ändern. So. Ja. Ob sich das gelohnt hat für eine Person? Ja. Vielleicht auch nicht. Da steht schon mal das mehr rum. Aber es ist krass, also wie originalgetreu das ist. Ich meine, man erkennt diese Orte wirklich wieder. Ne? Also. Er sieht schon geil aus, ne? Muss man dem Spiel lassen. Das ist schön. Wenn es immer so einfach wäre, ne? Kannst ja wirklich alle ausschalten und einfach nur auf die Fässer schießen, ne? Ah, schön, dass wieder in der Nähe des Fasses steht. Bleibt da mal. Genau, so schön. Lass euch mal abschießen, das passt schon. So, haben wir irgendwas im Werkzeugkasten? Oh, da ist eine Notiz an der Tür. Ja, Mechanico ist geschlossen aufgrund oder kurzzeitig geschlossen wegen. Ja, also, ja, Stromabsturz. Oh, ich kann heute echt nicht mehr. Alter. Wegen einem Kurzschluss, ja, na, also Stromausfall. Diesen Werkzeugkasten verwende und drei Elektro-, also Stromdinger da repariere, dann kann ich die Power wieder herstellen. Interessant. Ist das irgendwie so ein Nebendings hier? So eine. In dem Quest oder was ist das? Wird sich ja zeigen. Auch scheinbar muss ich das machen, ne? Also ich muss jetzt hier Powerlines finden, also solche. Ja, was sind das so? Stromnetze irgendwo oder. Generator, irgendwie sowas in der Richtung. So, wer schießt denn jetzt? Da ist noch jemand. Du da oben. Du Lulatsch. Ja, stirb. Ich finde lustig, dass der andere dem nicht hilft. Das ist so wie, naja, mein Gott. Solange es mich nicht betrifft, ist doch alles in Ordnung, ne? Finde ich lustig. Muss ich ja mal ehrlich sagen. So, nehmen wir das hier wieder mit. Très bien. Hep. Ah, unser erstes Geheimnis, da immerhin. Treasure! La la!
Treasure Tribune. So, da ist die Tür, durch die wir potenziell durch müssen, weiß ich nicht. So, erstmal ein Fahrzeug finden. Ich meine, da hast du dein Fahrzeug, aber das willst du scheinbar nicht mitnehmen. Aber die Kamera, die hier sieht hier so aus, ob ich da hochklettern könnte. Geht das? Nö, geht nicht. Ich dachte, ich kann mich vielleicht hier an der Tür hochziehen. Vielleicht hier. Hätte ja sein können. Ich meine, wenn man sich das da oben mal anguckt, das. Weiß nicht, ob man sich da lang hangeln kann oder so. Na, wenigstens ist es jetzt hier nicht so stressig wie in dem Originalspiel. Da war das ja schon ein ziemliches Schlachtfeld, aber. Hält sich gerade zum Glück in Grenzen. Ja, jetzt habe ich aber natürlich keine Ahnung, wo ich lang muss. Bin ich mal so ganz dezent ehrlich, ja. Irgendwo. Ja, ich wollte schon sagen, irgendwo kann ich mich da hochziehen. Ne? Also, die Häuser sind so flach und die Dächer. Amanda. Erstes Level. Peru, Amanda's Secret. Amanda's Secret. Das Sekret von Amanda. Ach ja, Amanda und ihre Sekrete immer. Boah, würde ich sagen, springen wir mal hier hin, hopp. Ja, schlafen wir eine Runde. Das ist vielleicht eine gute Idee. Einmal schön pennen legen hier. Bisschen entspannen. So, hier haben wir den Sicherheitskasten. Da müssen wir doch 3 Stück reparieren. Ah, jetzt dampft es nicht mehr. Mhm. 1, 2, 3. Oh. Hinten dampft es auch noch, also müssen wir eigentlich nur den Dingern folgen hier. Okay. Ja, ich speichere trotzdem nochmal, dass ich jetzt runterfalle und mir das Genick breche. Das wäre ein bisschen ungünstig. Wie kommen wir da am besten rum? Kann ich hier schnell welche aufgespießt? Natürlich nehme ich Schaden. Natürlich nehme ich Schaden. So. Auch hier wieder nach oben. Perfekt. Ist ja eigentlich irgendwas, wenn ich jetzt. Also ja, da ist, ich sehe schon, da ist der Stromkasten, den ich wieder reparieren kann, aber kann ich einfach da reinspringen? Passiert mir da was? Nee. Okay, ich habe diesmal auch kein Leben verloren. Ja, ist auch schön, dass man das hier so ein bisschen anders gestaltet, so von der Rätseleinlage her. Ja, ich meine, das ist ja. Das musste man ja bei Legend nicht machen, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Sehr schön. Lara, die Elektrikerin, ne? Also, was kann Lara eigentlich nicht? Ich meine, die Frage übrig sich. Lara kann alles. Lara ist Multitasking. Also nicht nur Multitasking gewesen, sondern einfach generell sehr schnell lernfähig. So, wo dampft es denn noch? Muss ich erstmal gucken hier. Ne? Wahrscheinlich irgendwo da hinten. Ja, was gesehen? Ja. Auch lustig, dass die Musik so panisch klingt, wenn man bedenkt, gerade ist ja eigentlich alles relativ gechillt. Ja, da oben. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir jetzt da hoch? Irgendwo müssen wir uns ja hochklettern. Irgendwo hochklettern können. Vielleicht hier auf den Wagen springen. Ja, hier siehst du. Aha. Also ja, jetzt vielleicht nicht mit Anlauf, sondern einfach nur direkt an der Wand stehen bleiben und dann nach oben ziehen. Ja, funktioniert doch. Perfekt. Aber schick interpretiert. Wirklich sehr, sehr schick interpretiert. Muss man wirklich mal. Muss man dem Spiel lassen, ne? Voilà, c'est rétabli. Ah, voilà. Très bien. Lara, très bien. S'il vous plaît. Le Tomb Raider Fangame. Ja. Le français est très grandios. So, und jetzt? Hallo? Jetzt muss ich noch ein Fahrzeug finden, oder was war das? Ich meine, ja, hier stehen genug Fahrzeuge rum. Ich meine, du kannst doch alles fahren, oder nicht, Lara? Aber. Das will sie jetzt scheinbar nicht. Oder muss ich wieder zu den Laden da zurück? Ah, hier. Natürlich die großen Laster nehme ich nicht, aber hier den
schicken Jeep. Oh nein! Jetzt kommt diese. Ja, wow! Ich habe noch nicht mal angefangen und ich nehme schon Schaden. Das fängt ja schon mal super an hier, ne? Ja, ist auch witzig, dass das so im alten Stil gemacht ist, ne? Ich kann übrigens nicht schneller fahren, ne? Also, glaube ich zumindest. Oh Gott, ey, ich fahre wie... Also wirklich. Als ob ich hier 3 Promille im Blut hätte, ey, wirklich. Meine Güte. Lara, an der Seite lang bitte, ja. Das Sekret nehme ich mir natürlich noch. Das ist in greifbarer Nähe. Aber gut, da bin ich dankbar, dass es jetzt ja nicht mit den, dass es nicht diese, ja, Motorrad-Schussabschnitte waren. Die fand ich eigentlich ziemlich furchtbar. Und wir haben keine Schleichwerbung. Was sagt man denn dazu, ne? Ah, willst du nicht rückwärts fahren, oder? Achso. Ich musste umschalten. Ja, ist gut, ich hab's kapiert. Ach ja, war ja diese komische Tomb Raider 4 Steuerung, was die Fahrzeuge betraf. Die haben sie ja immer so komisch steuern lassen. Na gut, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur elegant rumfahren, weißt du? Hat aber doch nicht so gut funktioniert, wie ich es mir imaginiert habe. Aber ist ja leider oft so, ne? Voll elegant, oder? Das ist elegant wie ein Engel. Ah, unsere Freundin hier, ne? Seulement quelques années de plus. C'est rien pour ces ruines millénaires. Il faut que je te dise quelque chose. Je crois qu'Amanda. Warum ist Lara so klein? Encore cette vieille histoire? On était tous d'accord pour ne plus y toucher. Et je tâcherai de m'y tenir. Il y a là en bas un indice sur ce qui a tué ma mère. Je dois y aller. Ja, ich meine rein da. Ja, spring einfach runter, alles gut. Ja, würde ich auch machen, einfach mal. Na toll, jetzt habe ich das hier lesen. Ja, ganz ehrlich, laden wir nochmal, weil ich möchte mal lesen, was das war. Ich wusste jetzt nicht, dass da noch was kommt. Ich meine, viel ist ja jetzt ja nicht mehr passiert, aber... Wenn da jetzt irgendeine wichtige Information war, dann würde ich die schon gerne lesen, ne? Das wäre mir ein Bedürfnis. Ah! Oh, ah! Gucken wir uns nochmal an. Gucken wir jetzt gleich nochmal Mini-Lara angucken. Ach, die kniet. Ich habe mich schon gewundert. Warum ist sie so klein? Oh, sie kniet einfach gerade. Je crois quelque chose. Encore cette vieille histoire. On était tous d'accord pour ne plus y toucher. Et je tâcherai de m'y tenir. Il y a là en bas un indice sur ce qui a tué ma mère. Je dois y aller. Na dann rein da, ne? Gut, jetzt lesen wir uns das nochmal durch. Boss wegdrücken. Queen Tiva Nakus Tomb. In ihrer Jugend hat Lara Croft als ja, Studentin oder sozusagen als Auszubildende. Ich meine, man studiert das ja schon. Also, Archäologie. Ist Archäologie eigentlich ein typisches Studienfach? Weiß ich gar nicht. Kann man einfach sagen, ich will Archäologie studieren? Ich glaube ja nicht, oder? Ja, also da ist auf jeden Fall eben in dieser Ausgrabungsstätte nach in der Nähe von Paraiso oder Paraiso gegangen. Ja, sie erinnert sich an den Tag, als eine mysteriöse. Ein mysteriöses Ding, ein mysteriöses Etwas das ganze Team getötet hat. Außer Lara. Für tot erklärt hat ihre Freundin Amanda, wurde sie als zuletzt gesehen, dass sie einen Stein aufgehoben hat und es auch nicht geschafft hat zu fliehen, als alles zusammen kollabiert ist, ne? Jahre später ist Lara trotzdem davon überzeugt, dass diese, ja, also dass diese ganze Gruft irgendwas mit Excalibur zu tun hat. Dieser Stein könnte irgendwas oder könnte eines der Excalibur-Fragmente sein. Aber könnte Amanda das überlebt haben? Wie könnte Amanda? Ich weiß nicht. Amanda? Amanda? New Outfit unlocked. Ja, bitte. Classic. Ach ja. Classic Lara. Aber weißt du was? Ganz ehrlich. Ich glaube, bleib trotzdem bei Black.
Ich finde, das sieht echt schick aus. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, das steht da richtig gut. So, dann wollen wir schön durchkriechen. Aber schön, dass man, ich muss sagen, ich finde es ganz gut, dass man den Motorradabschnitt wirklich so ein bisschen abgekürzt hat. Also, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre das so, diese Motorradabschnitte, das wären so Dinge, da könnte ich wahrscheinlich im Originalspiel auch drauf verzichten. Gerade der zweite Motorradabschnitt, boah, der war furchtbar hier in Russland, ne? Also der, das war knapp, jetzt war ich fast gestorben hier. Ich gehe mal davon aus, wir gehen mal zurück. Ich glaube, oder? Kann ich? Also ich speichere mal in der Hoffnung, dass ich den Sprung schaffe. Also sieht jetzt nicht so danach aus, aber doch. Ah, gerade so. Was war das jetzt hier? Das war vom Prinzip einfach nur zwei Wege, die zum gleichen führen. Ja. Ah ne, guck mal, hier sind die... Ah, das ist dieses Totenkopftor, das kennen wir ja auch noch. Unser einer Kumpel, der in der Rückblende gefressen wurde. Ja. Sehr schön, man erkennt wirklich also so von Levelstruktur her, man erkennt die Orte wieder, ne? Genau, das hier waren die ganzen Stangen und Nippel, die da irgendwie aus der Wand geschossen kamen. Das. Boah. Hier kannst du dich ganz normal hochziehen, ist alles gut. Ist da ein Sabatustein da oben? Nee, das ist ein Durchgang, ein Rohr, oder? Ich trau dem Speer echt nicht. Das war vielleicht keine gute Idee, das einfach abzuschießen, wenn man direkt davor steht. Sehe ich ein, ne? Sehe ich ein, alles gut, aber. Versuch was wert. Ein Versuch was wert. Okay, gut, ich meine. So viel haben wir jetzt ja nicht verpasst hier. Ja, da müssten wir ja eigentlich nochmal. Waren wir ja noch nicht hier? Oder haben wir die nicht auch nochmal in der Gegenwart gesehen? Weiß ich gar nicht. In welchem Gedächtnis sind sie? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich hab's erst vor kurzem gespielt, aber es ist alles schon irgendwie leer. Ja, und was ist, wenn ich einfach rückwärts springe und dann schieße? Was ist dann damit? Schon lustig. Warte mal, das meinte ich nicht. Ich meinte vielleicht so. Das ist okay, siehst du, das geht dann. Hauptsache, ich bin... Es war doch... Ich hab's gewusst. Es war ein Sabatustein. Ich hab mir das noch nicht eingebildet, siehst du? Das Rohr war verstopft. Komm ich durchs Rohr durch? Nee. Ich dachte nämlich von wegen, ich konnte da vielleicht durchklettern, aber doch nicht. So, na, dann wollen wir nochmal schön den Sprung nehmen. Hopp! Hopp! Na, ja, was uns gleich anfällt hier. Ich weiß gar nicht, wie lange eigentlich jetzt hier die vier Level hier eigentlich dabei sind. Bei dem Level-Pack. Also, logischerweise nicht alle. Ich glaube, dann kommt noch Russland, oder? Ah, Turko ist auch hier mit dabei, oder? Boah, Lara, meine Güte. Tja, das war doch perfekt. So, Lara, ne, wenn die mal ein Lagerhaus aufräumen muss, einfach ballert die alles weg hier. Das, das wär's einfach. So, ach, guck mal. Der hat ein Medikit liegen. Ich würde mal sagen, mein lieber Freund, bringt dir jetzt nicht mehr so viel, aber der Wille zählt, ne? So.